Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einer neuen Folge. Da guckst du Landwirtschaftssimulator 22 im Elm Creek. Es gab einige Neuerungen in der letzten Zeit, die möchte ich euch gerne einmal zeigen bzw. bekannt geben. Zum einen gab es ein Update für den Landwirtschaftssimulator. Damit sollen die Fahrzeuge besser fahren können, beziehungsweise viele Fehler wurden behoben. Des Weiteren seht ihr ja schon in der Ecke, und genau zu sagen rechts über den Tacho. Es ist soweit. Autodrive ist für Landwirtschaftssimulator 22 verfügbar. Habe ich auch implementiert. Und das Schöne ist, sonst musste man ja immer die Strecken einfahren, komplett. Als ich ihm gerade den LS gestartet habe auf der Karte, hat er gleich erkannt, dass es Helfer- und Verkehrsdaten gibt. Und hat daraus ein Netz, ein Straßennetz generiert. Was ich gesehen habe auf den ersten Blick schon, es ist noch nicht komplett. Es ist auch noch nicht, also noch, besser gesagt, noch nicht zu 100%. Verkehrstauglich, aber das ist kein Problem, das kann ich das können wir noch machen. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Einstellungen und schauen uns das an. Auf jeden Fall wird erstmal die Geschwindigkeit in der Kurve runtergesetzt auf 80%. Hat den Vorteil, aus dem 19er schon bekannt, dass die Fahrzeuge sonst, gerade bei PKWs zum Beispiel, wenn man die umherfahren lässt, um noch ein bisschen mehr Verkehr zu generieren, nicht aus der Kurve fliegen können. Schon sehr gut. Für Anfänger ist immer empfehlenswert, die Fruchtumfahrung auszumachen, so dass der Helfer, wie auch in der Realität, nicht einfach übers Feld fährt, wenn da noch Feldwüchte stehen, zum Beispiel Weizen oder sonst irgendwas. Gerade bei Fruchtzerstörung, wenn die an ist, ist dann einfach der Ertrag weg. Ansonsten, ja, automatisches Auftanken, wenn er auf Natur ist. Da müssen wir gucken, ob die Tankstelle mit angebunden ist, beziehungsweise wir haben ja eine eigene auf dem Hof. Die müssen wir dann definitiv nur einfahren. Ich mache immer die Skalierung auf 130%. Die Linien über den Traktor ist einfach übersichtlicher und man kann besser die Linien nachvollziehen. Und dadurch, dass ich die Mods von Hirschfeld Logistik so genial finde, habe ich auch immer Hirschfeld Logos drinne. Ja, Einstellung wird auch angemacht. Ansonsten automatisches Verbinden wird ausgemacht. Da mache ich Kollisionserkennung an. Ordner verwenden ist später, wenn man Abladepunkte mit dazugefügt hat, auch gern gesehen, weil übersichtlicher. Ab 80% Lenkwinkel, also Kurvenradius besser gesagt, soll er blinken, und wenn die fahren, sollen sie auch die Rundumleuchte anmachen. Ja, wichtig, immer auf Anwenden gehen, damit die Einstellungen auch übernommen werden. Noch sind keine Ziele implementiert. Das sieht man hier schön, da noch nichts drin ist. Darum werden wir uns aber gleich kümmern.
hier sieht man schon, die Straße hat im Prinzip nur eine Ausfahrt. Von hier kommt gar nichts von der Seite. Daran erkennt man schon, dass der vom System her nicht alle Straßen richtig gesehen hat. Gut, von hier hinten wird auch nichts kommen. Von daher kann man hier drüben von der Straßenseite anfangen und einfahren. Was definitiv falsch ist, er hat hier erkannt, dass es eine einspurige Straße ist, was ja an sich nicht so ist. Das kriegt man aber leicht hin. Einfach nach oben gehen, den anklicken und rüberziehen. Und na, es ist noch eine Beta-Phase, das darf man nicht vergessen. Deswegen gibt es auch teilweise noch Schwierigkeiten. So. Das werde ich aber alles machen im Nachgang von dem Video. Ist halt nur, dass ihr mal seht, wie das gemacht wird. Na. Ja, jetzt spinnt er natürlich ein bisschen rum. Wie gesagt, das mache ich alles im Nachgang des Videos. Ich muss nur versuchen, den mal wieder loszulassen. Mache ich nachher, wenn nicht, wird die Linie gelöscht und neu hinzugefügt. Wenn ihr mitbekommt, so wie jetzt es gerade bei mir ist, irgendein Mod stört da gerade auch. Ich denke mal, das ist der Fahrzeugwechselmod. Dass es dazu Probleme kommt, dann einfach Mod deaktivieren und dann ist alles in Ordnung. Ja. Einfahren ist eine prima Sache. Geht auch ganz einfach eigentlich. Kann ich euch auch gerne einmal zeigen. Im nächsten Video werden wir dann Einbahnstraßen einfahren. Einfach, ja, um, dass ich die Chance habe, besser gesagt, noch eine Mod rauszunehmen, dass die Fahrzeuge automatisch gewechselt werden. Hier zum Beispiel ist gar nichts erkannt worden. Darum werden wir uns dann, wie gesagt, gleich mich kümmern, sobald die Mod deaktiviert ist. Geht das auch besser. Und ja, wir schauen mal schnell zu die Kühe. Ich mache dazu allerdings noch den Editiermodus aus im Auto Drive. Mal nachschauen, wie es den Kühen geht. Ja. Ist halt durch Heu ziemlich schwierig. Und da ja ein Tag noch nicht vergangen ist, hat er auch noch nicht die Daten aktualisiert. Hier wollte
wollte ich mal schauen, wie es auf dem Feld aussieht. Ach, verdorben, gut, müssten wir dann neu machen. Einmal pflügen. Damit wir dort ein neues Feld haben. Das Schöne ist, der Autodrive-Mod erleichtert massiv die Arbeit auf Feldern, wenn man im Singleplayer unterwegs ist. Upsala. Die Hirsche sind mal wieder sehr lebensmüde. Ja, wie gesagt, erleichtert die Arbeit. Gerade auf großen Feldern oder großen Maps. A la Wild West zum Beispiel. Wer sie noch kennt aus dem 19er. Da kann man auch als Singleplayer schön alles bearbeiten, ohne irgendwie Einbußen zu haben. Man kann durchaus die komplette Map bewirtschaften. Auch alleine. Ja. Aber das alles seht ihr dann später. Ich werde jetzt erstmal dann schlafen gehen, so dass die Kühe auch die Gesundheit richtig angezeigt bekommen und dass wir im Tagesrhythmus weiter nach vorne kommen, auch mit Pflanzen und dergleichen, weil im Januar ist ein bisschen schwierig mit Anpflanzen. Aber das werden wir alles noch sehen. So. Das soll es aber für dieses Video gewesen sein. Wie gesagt, sollte heute nur ein kleines Infovideo sein zum Thema Autodrive und Update. Werden wir uns im Genauen noch alles anschauen. Aber bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ihr könnt euch freuen. Am Freitag ist ja der 24. Dezember, Heiligabend. Dort wird es ein Weihnachtsspezial von Landwirtschaftssimulator geben. Eine ganze Stunde Landwirtschaftssimulator 22. Nur für euch, damit ihr euch entspannen könnt zwischen die Weihnachtsfeiertage. Dass ihr auch mal euch zurückziehen könnt vom Familientrubel und einfach mal die Seele baumeln lassen könnt. In diesem Sinne, lasst euch überraschen, was über die Weihnachtsfeiertage alles auf diesem Kanal steht oder passiert. Es wird einiges passieren, das kann ich euch schon mal versprechen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis dann, ciao, ciao.